In diesem Video zeige ich euch die Gravitrix Pro Erweiterung Vertical. Am Ende baue ich auch noch eine Beispielbahn mit der Pro Erweiterung Vertical und dem Gravitrix Pro Starter Set Vertical. Viel Spaß mit dem Video! Schauen wir mal, was da alles drinnen ist. Viele Tüten. Also, Balkone. Das ist für die Höhensteine. Das auch. Ein paar Wände. Noch etwas für die Höhensteine, für die großen. Und noch ein paar Balkone. Ach ja, und dann noch das. Ich setze mal an die Balkone ran. Und natürlich auch noch eine Anleitung. Da sieht man, wie man alles richtig zusammenbaut. So. Dann öffne ich mal die Tüten. Hier liegen alle Teile. Ganz schön viele. Dann fangen wir mal an, einen Höhenstein mit Loch zusammenzubauen. Dafür brauchen wir zwei von diesen. Die sehen eigentlich alle gleich aus, aber die sind verschieden. Es gibt die mit A, mit dem Buchstaben A. Und die mit dem Buchstaben B. Die mit dem Buchstaben A kommen unten ran und die mit dem Buchstaben B oben rauf. Dann brauchen wir noch zwei von diesen, die Wände sozusagen. Die gibt es auch in Y und Z. Y braucht man für die mit Loch und Z für die ohne Loch. Wir fügen zuerst das da hier rein. Hier ein und dann noch der zweite. So, dann kommt B oben rauf. So, und dann kommen nur noch die Wände mit Loch auf den Seiten ran. Dann haben wir schon unseren ersten Höhenstein. Dann baue ich jetzt alle Höhensteine mit Loch zusammen. Bis gleich. Das war jetzt ganz kompliziert, aber ich habe es geschafft. Insgesamt haben wir 4 von diesen Höhensteinen. Diese Höhensteine sind insgesamt 7 von den normalen Höhensteinen hoch. Und bei diesen kann man, sie haben ja ein Loch, dann kann man eine Kugel mit einem Gleis hindurchrollen lassen. Dann kommen wir weiter zu denen ohne Loch. Da brauchen wir wieder eine A- und ein B-Unterteil. Und jetzt eben die Z-Wände. Die fügen wir hier wieder ein. Und jetzt noch das B-Teil. So, perfekt. Dann noch die Wände außen ran. Erste Säule geschafft. Nun, ich baue noch schnell die anderen zusammen. Das habe ich jetzt auch geschafft. Insgesamt sind 8 von diesen Höhensteinen dabei und sie sind ebenfalls wie die anderen 7 Höhensteine hoch. Dann fehlen uns jetzt nur noch die Balkone. Um die zusammenzubauen,
nehmen wir uns einfach nur so einen, den Balkon selber und dieses grüne Ding. Und das schieben wir jetzt einfach nur hier rein und drücken es hinein. Dann haben wir schon unseren ersten Balkon. Insgesamt sind in dem Set, glaube ich, 16 Balkone enthalten, wie im Geldrex Schlachter-Set-Artikel. Diese Balkone können wir an den Wänden hinanhängen und dort dann Kurven oder irgendetwas anderes hinaufsetzen. Dann baue ich jetzt nur noch schnell die anderen 15 Balkone zusammen. Bis gleich. Endlich fertig. Stimmt, was ich gesagt habe. Im Set sind 16 Balkone enthalten. Und ich wollte euch noch sagen, an den Höhensteinen könnt ihr die Wände heranklipsen und dann noch Balkone heranstecken. Und könnt dann noch coolere und größere Bahnen bauen. Und ich habe die Wände noch gar nicht gezeigt. Es sind zwei kleine dabei und drei und zwei größere. Und jetzt werde ich noch, wie ich schon vor dem Intro gesagt habe, eine Bahn auf vier Grundplatten mit dem Raritrax Pro Starter Set Vertical und dieser tollen Erweiterung hier bauen. Das sehen wir uns gleich wieder. Dann starte ich mal die Bahn. War jetzt meine Bahn. Wenn ihr sie nachbauen wollt, da habe ich ein eigenes Video dazu gemacht. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ich wollte euch noch sagen, diese Teile sind alle übrig geblieben. Es war aber ganz schön kompliziert, diese Bahn zu bauen, weil halt wirklich nicht so viele Teile dabei sind beim Starter-Set. Ja, insgesamt finde ich die Erweiterung Vertical eine sehr coole Erweiterung. Man kann damit höher und größer bauen, aber alleine nützt sie einem halt nichts. Also man braucht mindestens noch ein Starter-Set. Das war's dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Danke!